Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, erstmal vorab, ich habe jetzt die ganzen Tage keine Videos gemacht, war wenig in den Livestreams, lag einfach daran, ich war beruflich ein bisschen mehr gebunden. Also ich weiß nicht, ob ihr euch der Begriff Emoted etwas sagt. Also mit dem widerlichen Schädling habe ich mich die letzten paar Tage ein bisschen intensiver beschäftigt. Und so ist das dann leider in der IT. Da gibt es dann halt auch mal so ein paar Sachen, die stören dich dann und die bringen dann plötzlich deine Stundenarbeiten Richtung unendlich. Und dazwischen gab es dann nur ein bisschen Pennen. Ich habe auch mit vielen Charakteren meine Angriffe nicht gemacht oder habe sie irgendwo auch zwischen Tür und Angel gemacht. Also war ein bisschen Chaos. Ist jetzt aber erstmal ein bisschen Ruhe drin und ich freue mich, dass es endlich eisheiß wird hier. Also eisheiß. Wir spielen uns die Bogenschützenkönigin frei, also die Eisprinzessin, die Nette. Und viele Stimmen sagen, so viel Bein hat die noch nie gezeigt. Aber was mich eigentlich dabei stört, gehe ich gleich mal drauf ein. Schauen wir mal. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Pass gespielt. Habe so ein bisschen auch das Event hier gemacht. Ihr seht ja, es ist samstags irgendwo, wo ich aufnehme. Ich bin im Moment ein bisschen verwirrt. Also es gibt hier eine Bilder-Elixier-Rune. Eben stand da noch Goldrune. Komisch, ne? Eben stand da noch Goldrune. Haben sie es jetzt geändert? Was gibt es denn jetzt nun? Eben stand da noch Goldrune. Ganz, ganz sicher. Ich habe jetzt keinen Blackout gehabt oder sowas. Eben stand da noch Goldrune. Und da hätte ich mich gewundert, warum steht hier Goldrune, wenn die Elex-Rune drin ist. Ich freue mich natürlich, dass die Elex-Rune gibt. Denn die brauche ich. Die brauche ich tatsächlich im Nachtdorf. Denn dort kann ich im Moment nichts forschen. Also die nächste Forschung, die jetzt hier anstehen würde, wären wahrscheinlich die Schleichschützen hier auf Max-Level. Und ein bisschen fehlt uns da noch. Aber uns fehlt auch so ein bisschen natürlich an den 1000% im Nachtdorf. Das ist ja jetzt nicht so mein Ding. Eigentlich ist Nachtdorf immer für mich das tagesnotwendige Übel. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Und das nehme ich jetzt mal nicht mit. Das Telefon muss jetzt einfach mal ruhen. Das Telefon muss jetzt einfach mal ruhen. Wir nehmen hier mal Surgical Superpacker. So nenne ich das ganz gerne, weil ich das in einem Stream eines englischen Kollegen mal gehört habe. Dass einige das so benennen und die gehen natürlich da hinten jetzt alle erstmal Richtung Crusher, beziehungsweise die gehen daran vorbei, meine Kampfmaschine vor allen Dingen. Das ist sehr super, dass die daran vorbeigeht und auf beiden Seiten, das wäre super, wenn die auf beiden Seiten weggehen könnten. Dann schaffen meine Kanonen schaffen natürlich gar nichts, aber wir haben die Meisterhütte. Und wir kriegen noch ein paar Prozent dazu. Kriegen wir noch einen zweiten Stern, wäre ganz nett. Beziehungsweise eigentlich ist er egal. Es zählen jetzt im Moment ja nur die Prozente. Und ich kann aber den einen oder anderen Sieg immer ganz gut gebrauchen. Sieht aber schon mal ganz gut aus. Und ich kann die Kampfmaschine, ich konnte sie noch mal zünden. Alter Falter. Okay, hier war es ein bisschen nicht einfacher, sondern so ein ganz kleines Stück einfacher. Schade, der Bogenschützenturm geht nicht mehr weg. Und die Doppelkanone setzt mir ein bisschen hart zu. Aber ich kann meine Kampf... ich konnte die nochmal zünden. Und den Turm auch nochmal weggekriegt. Alter Falter, die geht jetzt aber echt auf Verletzenspur hier. Da darf kein Bömmchen mehr liegen. Guckt euch das an. So, jetzt wieder ein bisschen Heilung reinholen. Oh, Glück gehabt. Okay, schöner 100% Kampf hier. Die Minen habe ich jetzt auch verstanden. Gestern im Livestream hat immer jemand gesagt, Toto, nimm die Minen mit für das Spiel. Das habe ich jetzt schon durch. Und okay, da war die Kampfmaschine noch ein kleines Stück eher auf der Platte als die Kanone. Dass eine Kanone hier überlebt, ist bei mir sehr, sehr selten, muss ich mal so sagen. Aber jetzt 100% hier reingeholt, das ist natürlich gut. Das ist natürlich super, dann brauche ich nicht ganz so viele Angriffe, um auf die 1000 zu kommen. Gewonnen haben wir das Ding auch. Und denn, ja, 283, ein paar Angriffe habe ich jetzt schon gemacht. Aber ich habe jetzt auch keinen Bonus mehr. Das ist natürlich schade. Ich habe keinen Bonus mehr. Ich könnte mir den Bonus jetzt frei kaufen. Machen wir aber nicht. Machen wir aber nicht. Wir wollen die Eisprinzessin haben in unserem Profil. Denn die soll ja hier auch so ein schönes Emoji, so eine schöne Animation bekommen. Verstehe ich gar nicht. Der King hat eine schöne Animation. Habt ihr gerade gesehen. Und wenn man ja auf seinen Kopf klickt, also in-game, dann nimmt er nochmal sein Schädel so ab. Finde ich sehr, sehr gut. Er hier hat auch eine coole Animation, finde ich, mit dem Ghetto-Booster auf der Schulter. Und auch da hat man so ein bisschen Animation hinbekommen. Bei ihr hier, die ist eher stumpf. Finde ich jetzt nicht so gut. Ja, die ist eher stumpf, also die hebt immer nur ihre Armbrust und dann war es das. Ich meine,
Hat man jetzt hier bei der Bogenschützenkönigin keine Animation hinbekommen oder ist das zu schwer? Also ich kann mir vorstellen, dass man so eine Animation hat, so nach dem Motto, sie lädt vielleicht die Armbrust und schießt dann versehentlich einen Pfeil in den Himmel und dann kommt so ein Ups oder sowas. Kann ich mir. Also fände ich ganz, ganz schick, dass sowas mal eingebaut wird, aber so ein bisschen, wir müssen ein bisschen was tun, Leute. Und dementsprechend suchen wir hier erstmal in den Clouds ein bisschen was. Ich habe wieder so eine ganz kleine Lupe. Ich bin in Titan 3 reingerutscht, schon vor ein, zwei Wochen. Da halte ich mich auch ganz brav. Ab und zu schmeiße ich halt auch nur Truppen weg. Da mache ich natürlich wieder ein bisschen mies. Aber ich will ja auch so ein bisschen Richtung, na, ich will jetzt nicht sagen Rathaus 13 gehen. Viele sorgen ja vor, machen sich das ganze Rathaus voll, also die Treasury voll. Und sparen jeden Hammer, machen sich das da voll. Ja, kann ich auch machen. Problem ist allerdings bei mir, muss ich dazu sagen, dass bei mir jetzt, da geht jetzt im Moment nicht viel in die Saisonbank rein. Das ist aber auch nicht schlimm, habe ich die Tage auch schon gesagt. Wenn dann das Rathaus 13 irgendwann mal auf uns zukommt, dann habe ich eh wieder die Koboldgang am Start. Und nicht unbedingt irgendetwas anderes, den können wir eigentlich mal mitnehmen hier. Der ist noch nicht so stark. Der ist noch nicht so stark. Toto braucht immer noch nicht so starke Gegner. Und dementsprechend gehe ich dann auch wieder von dem mit dem Pokalen, denke ich mal, runter. So, mach das mal weg da, dass die Queen vielleicht einen anderen Weg läuft. Und oder halt reingeht. Das wäre mir jetzt auch egal. Zack, zack, zack. Drei Packers hier. Und oh, jetzt. Ich hoffe, ich habe den King jetzt groß genug erwischt hier. Ich habe den King jetzt groß genug erwischt, denn den brauchte ich noch. Der steht nach unten. Jo, ballern wir mal alles raus hier. Was wir hier haben, Alter, wir haben zwei Sprung. Ah, Donnerwetter. Zwei Sprung habe ich dabei. Das ist wahrscheinlich noch aus meinem letzten CK-Angriff. Die Armee, da sind wir jetzt aber schon mal am Rathaus. Und jetzt muss ich mal, wir nehmen den mal doch irgendwo so in so eine Zündung rein. Und ich muss jetzt mal schauen, wo wir hier denn so weiterhüpfen können. Vielleicht dort. Vielleicht dort, den nehmen wir einmal in Frost und wir frosten auch einmal den Adler weg. Wir brauchen hier, nehmen wir noch einen Stern mit. Okay, da haben wir noch einen Stern mitgenommen. Aber außen ist auch noch viel am Laufen hier. Oh, hier ist meine Queenie ist da ja noch. Die nehmen wir nochmal in Wut. Habe ich gar nicht gesehen, dass die noch ganz gut dabei ist. Oh, die wird nochmal schön hochgeheilt. Wunderbar. Und wir lassen hier hinten den Magier mitlaufen mit einem Bogenschützen. Oh, die... Der Adler lebt immer noch, okay. Aber ich glaube, das ist ganz nett gemacht. Ich brauche jetzt nur noch hier meinen Finger auf die Queen zu haben. Und damit ich die Zündung nicht vergesse. Und ich würde sagen, wir zünden die jetzt immer noch nicht. Oh, wir brauchen die immer noch nicht zünden. Wir lassen uns mal richtig Zeit hier. Aber ich glaube, jetzt nehmen wir hier den Minenwerfer schon mal raus, Kanone raus. Und dann sind nur noch zwei Bogenschützentürme da. Das ist jetzt nicht mehr viel. Den haben wir zu 100%. Auch nicht schlecht. So kann man es in jedem Fall machen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann dürften wir das jetzt im Pass haben. Das kommt jetzt ganz auf den Königslevel an, ob der über Level 46 war. Denn ich glaube, wir haben noch 46 Königslevel gefehlt. Die machen wir nochmal nach hier. Kurz einmal Quick Train, Karre nach da vorne hin, die Wut nach da vorne hin. Irgendwie ist das komisch hier. Ach nee, doch. Passt so. 32 Stück im Pass. Und uns fehlt doch noch ein bisschen King. Ich kann es gar nicht glauben. Für diese dummen 100 Punkte da unten fehlt uns doch noch ein bisschen King-Level. War der nicht so groß? Mal gerade gucken. War der nicht so groß? Das gibt's ja gar nicht. Warte mal. Ach, der war 18. Mei. Der war 18 hier. Okay, ich habe aber gleich meine Queen wieder dabei. Mal sehen, ob wir so einen außentänzelnden King noch finden, damit wir wenigstens echt mal jetzt die Erzprinzessin hier haben. Und vor allen Dingen noch ein bisschen was vom Pass haben. Das kommt ja noch dazu. Denn, das Ding ist sehr, sehr interessant. 30% weniger Reduzierung. Ich habe jetzt eben noch mal geguckt. Die habe ich auch noch nicht. Das andere hier hole ich mir mal. Ich habe eben mal geschaut. Das längste, was, glaube ich, im Moment trainiert, ist der Elektrodrachen. 4,12 nur noch. Eben waren es noch 4,45, glaube ich. Donnerwetter. Das bringt es ja mal wirklich. Und ich glaube, der Helden, auch der Heldenreck, ist nicht mehr so hoch.
32 Minuten oder alle 30 Minuten hier einen schönen Angriff hinlegen, wenn die volle 32 Minuten dann auch mal liegt. Aber ich suche jetzt erstmal ein nettes Dorf, wo noch so ein King draußen ist, damit wir die Eisprinzessin endlich haben. Okay, ich habe es vollbracht und ich habe ganz, ganz fix ihn hier angegriffen. Also Level 36, das muss es jetzt gebracht haben. Und ja, so droppe ich natürlich auch immer mal wieder ein paar Pokale, jetzt 29 Stück. Ist aber nicht so schlimm und ich denke mal, das muss jetzt gereicht haben. Auf den Kopf 2600 und wir haben die Ice Queen. Wunderbar, die claimen wir uns auch und equippen die natürlich auch sofort. Also das, was ich eben übrigens gesagt hatte beim King, der schlummert jetzt noch ein paar Sekunden hier, dass wenn man auf ihn klickt, wenn er hier so rumläuft, seinen Kopf abnimmt, aber die Bogenschützenkönigin hat irgendwie gar keine Animation. Ich meine, man nimmt irgendwie, nehmt ihr immer den neuesten Skin oder wechselt ihr auch mal auf einen anderen Skin? Aber ihr seht das hier, glaube ich. Wir gehen mal die Skins eben mal durch. Das ist ja der Originalskin. Da sehen wir ein bisschen Knie. Hier haben wir die Gladiator Queen. Die fand ich eigentlich nicht so schick. Ist ganz witzig gemacht, aber auch hier ziemliche Beinbedeckung. Hier wurde schon ein bisschen mehr, aha, okay, aber hier, beziehungsweise bei der ist es auch noch ziemlich gleich, bei der Herbstqueen, aber hier wird richtig viel Bein gezeigt, guckt euch das an. Und es ist doch eine kleine Animation da, also sie lädt ihren Bogen und es wäre natürlich witzigerweise, sie schießt ihn jetzt weg und dann so ein Ups oder so, aber ist doch eine kleine Animation drin, hatte ich mich jetzt doch vertan und ich würde sagen, wir selecten die in jedem Fall. Oh, was kam da denn? Hi, das habe ich ja, oh, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass die auch so eine schöne Animation hat, wenn man auf sie draufklickt. Eieieiei. Aber ich glaube, dieser, war das jetzt eben so ein Nebel oder sowas? Oder was war das jetzt? Kann ich die nicht mehr klicken, ey? Oh, muss ich mal woanders hin postieren. Ach so ein Feenstaub oder sowas versprüht die da, ne? Naja, sieht in jedem Fall ganz witzig aus. Ich habe das Ding endlich durch. Aber mit den Punkten sind wir natürlich noch lange nicht durch. Die machen wir hier ganz, ganz brav weiter. Solltet ihr auch machen. Denn es gibt hier unten ja eine Errungenschaft. Und die schaffe ich diesen Monat auch. Zumindest die erste Stufe sollte drin sein. Hier unten 5000 Punkte in der Season Challenge und 800 habe ich jetzt noch offen. Es kommen jetzt noch ein paar dazu. Solltet ihr in jedem Fall auch machen. Die 50 Gems sind in jedem Fall leicht verdientes Geld, will ich mal sagen. Und sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich bin auch, wie gesagt, ja, auch ich bin ein bisschen gerüstet. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles an mir vorbeigeht. Rathaus 13, aber mein Ding ist hier voll. Ich kann auch ein paar Schippen aufnehmen. Die kriege ich jetzt durch den Pass wieder. Und hier unten fehlt mir ein Unibuch. Okay. Ist aber nicht ganz so tragisch. Ich hab alle Hämmer, ich habe meine Lager recht voll. Season Bank geht halt jetzt im Moment nicht mehr. Muss ich mir mal was einfallen lassen, dass hier vielleicht noch ein bisschen mehr dann drin ist. Wenn nicht sogar voll. Aber ich glaube voll, mal sehen. Es sind ja noch 14 Tage Zeit. Und vielleicht stelle ich meine Lager bzw. meine Base doch nochmal etwas anders hin. Die ist ja noch aus der Zeit, wo ich nichts mehr machen konnte, beziehungsweise damit hier außen die Halloween-Sachen schön spawnen. Und dann nehme ich vielleicht doch mal eine andere und stelle vielleicht die dicken Pötte einfach doch dann irgendwo hin, wo sie mir ganz, ganz leicht genommen werden können, damit ich die Season-Bank nochmal richtig voll spiele. Aber ist noch ein paar Tage hin. Ich hoffe, ihr freut euch auch aufs Rathaus. Ich hoffe, ihr freut euch auf ein paar Livestreams wieder am Wochenende. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende. Hier sieht es sehr, sehr schön herbstlich aus, also wir werden uns heute Abend in jedem Fall sehen, morgen Abend wahrscheinlich auch. In der nächsten Woche, kann ich jetzt schon mal sagen, werden wir auch ein bisschen mehr streamen, denn ich streame ein wenig von der Bundesliga, ich streame ein wenig vom Discord-Turnier, was am Wochenende dann, also das nächste Wochenende wieder läuft und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Live-Action hier. Live-Action habt ihr auch bei mir abends in den Streams, kommt einfach rein, Twitch oder YouTube, wir sehen uns, bis dahin, ciao, euer Toto, Clash. We'll be right back.